Das ist riesig und ist auseinandergebrochen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Hallo und willkommen zurück in den mysteriösen Weiten des Alls, hier in Astrometica. Das Abenteuer geht weiter, wir erkunden so ein bisschen die Welt. Wir haben ja jetzt ein super cooles Raumschiff. Damit haben wir eigentlich keine Sauerstoffprobleme mehr und können uns hier alles mal ganz genau anschauen. Da gibt es ja jetzt zum Beispiel so ein paar von diesen Containern hier. Die gucken wir uns mal näher an. Und ich glaube, zum Abschluss versuchen wir dann mal durch eins dieser Stargates durchzuzischen. Es gibt ja mehrere, ne? Also das hier ist nur eines. Es gibt noch dieses rot eingefärbte. Ich weiß nicht, ob das dann gefährlicher ist oder was das bedeutet. Das müssen wir heute alles rausfinden, ne? Fabric? So ein paar Blumen? Und... Oh, jawohl, ich liebe diese Space Donuts. Die nehmen wir alle mit. Okay. Also hier gibt es jetzt auch nichts super Spannendes. Das sind normale Container mit den normalen Ressourcen, die man da immer so drin findet. Gucken wir mal hier rein. Also wir werden auf jeden Fall wieder gute Ressourcen sammeln heute. Ich glaube, es gibt aber gar nicht mehr viel, was wir noch großartig bauen können. Es gibt noch so ein paar Design-Items, die wir noch nicht ausgecheckt haben. Aber sonst... Oh, Essen. Voll gut. Da vorne, ist das so eine Sauerstoffkapsel? Das muss man uns näher anschauen. Hier fliegt alles Mögliche rum, aber damit können wir, glaube ich, nichts anfangen. Da oben fliegt noch irgendwas Komisches. Hier sind gleich drei so Container. Oh! Oh no! Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht irgendwie interessant aus, ne? Ob das irgendwie so eine Power Station ist oder sowas, so ein Power Relay oder... Ah, wir kommen nicht mal zu den Containern. Das ist ja fies. wir müssen so ein bisschen aufpassen, weil das Raumschiff auch Schaden nimmt, wenn wir gegen diese Wände donnern. Wir haben so ein bisschen Schaden genommen. Das wird irgendwie in Prozent angezeigt. Das habe ich auch noch nicht ganz raus, wie das funktioniert. Schauen wir mal hier rein. Und bam. Eine Palme. Und noch mehr Essen. Okay, also die Abwechslung hält sich in Grenzen. Die Ressourcen sind ja ganz ähnlich in den Containern. Wir müssen mal was trinken, ne? Nicht vergessen, unsere Bedürfnisse zu stillen. Mal so eine Frucht und... So ein Schluck trinken. Gluck, gluck, gluck. Ja, dann kommen wir da jetzt nicht rein. Okay. Hätte mich aber auch so ein bisschen gewundert, wenn wir jetzt schon das Stargate hier verwenden hätten können. Also es gibt dann wohl auch noch andere Locations zu erkunden. Ich mach mal immer so ein bisschen langsamer. Mit Vollkaracho will ich nicht in die Wände reindonnern. Wir sind jetzt bei 280% Health. Ich glaube, es waren anfangs mal 300. Ne? Also so viel haben wir nicht verloren. Alles gut. Aber ich bin schon mal in so eine unsichtbare Wand reingedonnert und das tut weh. So, na gut, dann müssen wir hier erstmal aufgeben. Da geht dann erstmal nichts weiter. Dann fliegen wir einfach noch so ein bisschen hier drüben in der Gegend rum. Schauen, wie weit wir da kommen. Hier habe ich auch so Ruinen sowas gesehen. So alte Strukturen irgendwie. Wo waren das da vorne? Ich glaube, hier ist jetzt... Totes Land, ne? Da sehe ich jetzt nichts Spannendes. Das heißt, da fliegen wir jetzt auch mal nicht hin. Da werden wir wahrscheinlich nur in irgendeine Wand reinrauschen. Da vorne ist wieder so eine runde Sphäre. Die gibt es ja bei uns auch bei den Eisfeldern, aber bei den Eisfeldern konnten wir da nicht hin, ne? Schauen wir mal, ob wir hier hinkommen. Ah, das sind ja die Eisfelder. Wir sind schon bei den Eisfeldern. Wow. Ich muss mich hier erstmal ein bisschen zurechtfinden, glaube ich. Wo sind wir denn dann lang geflogen? Das ist super schnell, das Raumschiff. Die Distanzen so schnell zu überbrücken, bin ich nicht gewohnt. Das ist alles so Triebwerke und so, da kann man nichts mit anfangen. Hier gibt es ganz viel Silber. Genau da vorne wollte ich nochmal hin. So war das. Da ist nämlich noch so ein Kran oder sowas. Hier gibt es so ein paar Ressourcen, auch nicht verkehrt. Hier oben ist nichts mehr. Aber da unten ist noch was. Da gibt's was zum Scannen, okay. Also wenn wir einen Scanner haben, müssen wir wieder herkommen. Und hier gibt's so eine Sphäre. Und da schwebt ein Container drin.
Nicht super spannend. Hm, schauen wir da mal rein. Was ist da drin? Eine Palme? Okay, also wieder so ziemlich das Gleiche. Ja. Nehmen wir mit. Ganz viele Kupferplatten. Ich weiß nicht, warum da so viele Kupferplatten überall drin sind. Da haben wir echt schon einige auf Lager jetzt. Oh Leute, was ist denn da los? Das sieht aus wie das Raumschiff, mit dem wir hier möglicherweise gestrandet sind. Hier drüben ist unsere Base, also ist gar nicht weit. Da oben ist der Startpunkt. Und hier hinter den Felsen versteckt sich das Wrack von einem riesigen Raumschiff. Da kommen wir garantiert noch nicht hin, oder? Oh, kommen wir leider nicht. Also ich glaube, das ist das Raumschiff, was hier gestrandet ist und aus dem wir kommen, ne? Mit dem wir hier gelandet sind quasi. Das ist riesig und ist auseinandergebrochen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Okay. Also wir können hier überall rumfliegen, aber da kommen wir jetzt noch nicht rein. Das ist ein bisschen traurig. Na gut. Da drüben ist die Kuppel, die wir kennen. Da ist ja auch so ein Eingang in den Asteroiden. Da kommen wir auch nicht rein, kennen wir auch schon. Und hier unten ist dieses Pilzbiom. Da waren wir auch schon. Jetzt haben wir nur noch da hinten die anderen Kuppeln mit dem großen roten Gate. Schauen, was das da ist. Und so ein Fetzen von irgendeiner Station. Hier sind so ein paar Sphären. Mit Containern natürlich. Silber gibt's hier. Schauen wir da mal rein. Was ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Was bist du? Da können wir nichts mit anfangen, glaube ich. Was mag das wohl sein? Man weiß es nicht. Keine Ahnung, was das ist. Müssen wir noch rausfinden. Und hier drüben gibt es einen Container, ne? Und Gold. Ja, können wir ein bisschen Gold einsacken. Ach, das ist ein mega gutes Goldvorkommen hier. Ach, das ist kein Container, das ist auch so ein Ding. So ein Segelding. Keine Ahnung. Sieht irgendwie interessant aus. Irgendeine Storage Unit für irgendwas Flüssiges vielleicht. Keine Ahnung. Wir nehmen mal so ein bisschen was von dem Gold mit, wenn es hier sowieso so rumliegt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und dann fliegen wir weiter, ne? Richtung... Ja, schauen wir uns mal die Kuppel unten an. Und durch das rote Tor dürfen wir wahrscheinlich auch nicht durch. Vielleicht der Zugang zur Unterwelt. Sieht so mysteriös aus und gefährlich in Rot. Was ganz praktisch ist, man kann mit Shift-Klick alles auf einmal verschieben. Alle Donuts zum Beispiel, habe ich herausgefunden. Hätte ich schon mal früher ausprobieren können. Aber gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Haben wir hier das Raumschiff voll gemacht. Und was wir auch noch probieren könnten, wir könnten mal versuchen, das zu reparieren. Ne? Wir haben halt jetzt noch nicht so viele Hitpoints verloren. Also momentan ist es eigentlich noch nicht wichtig. Vielleicht machen wir das. Warum fliegt denn das Raumschiff eigentlich? Ich habe gar nichts gemacht. Das war ein bisschen komisch. Hier dürfen wir nicht durch. Okay. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles erkundet, was wir dürfen. Ich will aber da in die Kuppeln. Das ist gemein. Ja, wenn wir hier gegenrauschen. Ja, wir haben jetzt keine Hitpoints verloren. Scheinbar sind diese Barrieren gar nicht so gefährlich. Okay, aber wir kommen da nicht durch. Da ist noch ein Stargate. Dann sind da drei so Sauerstoffkuppeln. Und da hinten sieht es aus, als wäre da eine große Space Station. Super spannend. Das würde ich mir natürlich gerne angucken. Aber da müssen wir wohl noch so ein bisschen geduldig sein, ne? Wir können mal da hochschauen, was das ist. Ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich alles gesehen, was man hier im Prolog jetzt sehen kann. Wir fliegen mal zu diesem Rohr da hoch. Das dürfte der Eingang sein in den Asteroiden, wo wir schon waren, ne? Das ist der Alien-Asteroid mit den Tintenfischen. Da darf man aber nirgendwo rein. Das hier unten haben wir auch schon gesehen, glaube ich. Das war ja auch wieder so ein Eingang. Da durften wir auch nicht rein. Ja, also wir nehmen keinen Schaden, wenn wir gegen diese unsichtbaren Wände fliegen. Ich habe das Raumschiff irgendwo anders zerlegt. Ja, und jetzt haben wir ein bisschen Schaden genommen, okay.
Ist ein bisschen komisch mit dem Schadensmodell, wie das funktioniert. Wo war denn jetzt dieses Rohr? Wir haben doch so ein Rohr gesehen. Jetzt sehe ich das gar nicht mehr. Komisch. Ach, hier hinten. Okay. Da oben ist noch was, da dürfen wir aber auch nicht hin. Ne? Das sieht auch noch unfertig aus. Irgendwas ist da oben. Na, da dürfen wir nicht hin. Und hier unten ist ja noch so ein Eingang in den Asteroiden, da dürfen wir auch nicht hin. Und da ist dieses komische Rohr. Okay. Traurig. Na gut. Sieht so aus, als müssten wir uns jetzt erstmal so ein bisschen gedulden. Ich glaube, momentan können wir gar nicht mehr viel mehr machen. Das wäre natürlich jetzt richtig spannend gewesen, hier dann die Welt zu erkunden mit unserem Raumschiff. Das ist hier das Feld mit diesen giftigen Brocken. Die tun uns jetzt nichts mehr im Raumschiff, das ist gut. Da sind wir geschützt. Und da vorne ist nochmal das Raumschiff. Hier. Was es auch noch gibt, sind ja so freifliegende... Dürfen wir jetzt doch durch? Nein. Freifliegende kleine Drohnen, die irgendwie so Ressourcenvorkommen beschützen. Die habe ich vor allem so relativ weit oben hier gesehen. Da war es ein bisschen gefährlich. Irgendwo hier oben in dem Bereich waren die unterwegs. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hier sind auch viele so kleine Ressourcenbrocken zum Einsammeln. Ich sehe jetzt gar keine mehr. Vielleicht waren die nur kurzzeitig da. Vielleicht spawnen die zusammen mit bestimmten Ressourcenvorkommen? Ich weiß es nicht. Hier ist so ein großes... wie heißt das? Das kann man mal abbauen, dann wissen wir es wieder. Das ist super selten. Und ich glaube, das wird manchmal von so Drohnen beschützt. Aber hier ist es jetzt eigentlich ziemlich ruhig, ne? Alles safe. Also das Raumschiff ist auf jeden Fall ein Riesen-Upgrade. Mit dem können wir hier ganz entspannt durch die Gegend fliegen und müssen uns eigentlich um nichts Sorgen machen. Das ist schon echt praktisch. Wir brauchen halt nur so ein bisschen Energie. Aber ich habe eine Zelle auf dem Raumschiff in der Storage und eine hier im Inventar dabei. Also wir können jederzeit wieder eine neue Energiezelle reinsetzen. Und wir haben ja jetzt auch so ein Modul, was Energie spart. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Storage ist schon voll. Wir haben ja hier so ein Storage und so ein Charge-Modul. Summon Charge. Hatte ich da nicht noch so ein Energiesparmodul oder war das das? Die Namen waren ein bisschen komisch. Möglicherweise ist es das. Summon Charge. Auf jeden Fall ist das jetzt irgendwie sparsamer als am Anfang. Das ist ziemlich wichtig. Verbraucht sonst relativ viel Energie. Können wir einen Schluck trinken? Gluck, gluck. Ja, trinken muss man immer dabei haben, das ist das Wichtigste. Das geht immer schnell verloren. Die Brocken hier sind eine echte Fleißaufgabe und der Sauerstoff geht auch schon aus. Aber gleich soll es soweit sein, nur noch 10 Sekunden Zeit. Und bam, Nanite war das, ne? So, Sauerstoff tanken. Okay, ja, super cool. Das heißt jetzt, wir müssen leider abwarten, bis das Spiel dann wirklich rauskommt. Die Zeit müssen wir jetzt noch überbrücken irgendwie. Wir können jetzt die Energiezelle hier, glaube ich, auch austauschen auf einer Seite. Genau, nehmen wir die mal raus, tun die 100 da rein. Dann können wir die auch direkt wieder aufladen. Also das ist echt super entspannt mit dem Raumschiff. Ja, wir haben auch schon eine echt gut ausgebaute Basis. Hier können wir auch mal die Batterie tauschen eigentlich. Müssen wir nur holen. Wir haben ja auch schon einen Teleporter stehen. Den habe ich jetzt noch nirgendwo gesetzt, weil wir mit dem Raumschiff sowieso überall sind sofort. Den braucht man dann, glaube ich, nur, wenn man, vielleicht wenn man durch die Portale fliegt, in weit entlegene Regionen. Da macht das dann bestimmt Sinn. Aber hier bei uns, wir sind ziemlich schnell, können ja ziemlich schnell von A nach B reisen mit dem Raumschiff. Das macht gar keinen großen Sinn, da irgendwie Teleporter zu setzen. Aber die funktionieren super cool. Wir haben die ja schon ausprobiert. Ne? Wir haben uns hier von dem einen zu dem einen so ein paar Meter hin und her teleportiert und es hat super funktioniert. So, nehmen wir mal so ein paar Batterien hier raus. Dann können wir alles erstmal wieder aufladen. Und dann sind wir eigentlich startklar für den Release, ne?
dann warten wir jetzt nur noch ab, bis das Spiel dann endlich full released und wir uns hier austoben können. So rum. Bam. Rein damit. Energiezelle. Jawohl. Strom sieht gut aus. Wenn wir anbauen wollen, muss ich mehr Batterien setzen. Ansonsten sieht alles super aus. Na gut. Das war mal so der erste Einblick in Astromedica, in den Prolog. Ich hoffe, wir können bald in den Early Access starten. Ich bin super gespannt auf das Game. Hat so ein bisschen Subnautica-Flair. Nicht nur, weil so ein bisschen was definitiv aus Subnautica kopiert ist, aber auch so vom gesamten Gameplay her. Und die Erkundung und so weiter. Storytechnisch ist jetzt, glaube ich, noch nicht so viel vorhanden. Da hatten wir jetzt tatsächlich nur diese beiden Terminal-Einträge eigentlich, ne? Von Captain Matthews und der alten Hubstation. Und damit hat er sich das dann so. Und das war es dann eigentlich mit der Story. Wir wissen nicht so genau, was hier passiert ist. Wir wissen nur, dass alle anderen schon getürmt sind und wir hier so ziemlich der Letzte sind wahrscheinlich. Und wir wahrscheinlich niemanden mehr finden werden. Ich weiß nicht, warum wir eigentlich hier waren. Vielleicht irgendwie zum Ressourcen abbauen oder was. Was das für eine Basis war, die wir da hinten gesehen haben, diese Station. Und was mit dem Raumschiff passiert ist, das muss hier irgendwie zwischen den Felsen zerschellt sein, ne? Das Riesenraumschiff. Aber das ist ja alles super spannend und das werden wir dann hoffentlich im Early Access dann in der Story rausfinden. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal gut sein. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist ein Spiel, was ich definitiv empfehlen würde, von dem, was ich bis jetzt so gesehen habe. Den Prolog könnt ihr euch ja jederzeit kostenlos runterladen, mal ausprobieren. Und dann gucken wir mal, was das Spiel im Early Access dann so bringt. Ich bin super gespannt. Das war es erstmal von mir und Astromedica. Ich hoffe natürlich, euch hat es genauso gut gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann!